Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität. Mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist. Ja, iCarTech 2015, wir sind ein bisschen unterwegs, gestolpert jetzt gerade über Peter Siegert von Mitsubishi, ein sehr bekanntes Gesicht in Sachen Elektromobilität, wenn nicht das Gesicht der Elektromobilität zumindest von Mitsubishi. Der Outlander in der zweiten Generation sieht ein bisschen anders aus, hat sich noch ein bisschen mehr getan oder ist das nur ein optisches Update? Es hat sich noch ein bisschen was mehr getan. Es gibt für dasselbe Geld 130 Veränderungen. Interieur, Exterieur, aber auch Fahreigenschaften haben sich verändert. Wer den alten Outlander kennt und merkt, wie der Übergang von elektrisch auf dann Parallelhybrid, also wenn der Verbrenner drauf geht auf die Achse, es ist beeindruckend, wie schlank das jetzt gelöst ist. Dann gehen wir da mal ein bisschen in die Tiefe. Das machen wir gerne. Ja, der Mitsubishi Outlander war ja das erste Plug-in-Hybrid-SUV der Welt. So hat es Mitsubishi ja auch vermarktet. Jetzt gibt es ja durchaus Nachahmer. Richtig, also er war als SUV der erste der Welt, nicht der erste Plug-in, das haben wir nicht geschafft. Gibt eine Menge Nachahmer, was wir grundsätzlich begrüßen, weil das erhöht natürlich den Wettbewerb bei dem Thema. Jetzt hat sich ein bisschen was getan, du hast es schon gesagt, optisch vor allem Interieur, an der batterieelektrischen Reichweite nicht. Warum? Nein, aktuell nicht, weil wir noch keine neue Batterie vorstellen können, die Großserienreife hätte. Spielt denn der iMi für euch jetzt hier in Deutschland überhaupt noch eine Rolle oder ist das soweit durch? Nein, er ist nicht durch, definitiv nicht. Er wird im Moment sicherlich nicht mehr die Verkaufszahlen bringen wie der Wettbewerb, wie der europäische, wie der deutsche Wettbewerb oder auch klar die Kollegen von Nissan, das ist bekannt, man kann in die Zahlen reinschauen. Er ist aber auf keinen Fall tot, weil er hat ein zweites Leben, das hat er verdient und er hat auch das zweite Leben als Speicher auf vier Rädern. Okay. Der Outlander, ich habe ihn ja auch schon mal gefahren, hat mich ein bisschen überrascht, hat ja auch die Schnellladefunktion, die man beim Plug-in ja jetzt erstmal nicht erwartet, weil man muss ihn ja nicht irgendwo schnell voll machen, aber man kann. Warum hat sich Mitsubishi für die Option entschieden? Ja, danke dir für die Steilvorlage, weil das ist genau wichtig. Das ist der einzige Plug-in-Hybrid der Welt, der überhaupt schnellladefähig ist. Also es gibt keinen anderen. Zum einen sehe ich auch mit diesen 50 Kilometern rein elektrischer Reichweite eine Berechtigung, auch an Schnellladestationen mal in 25 Minuten 80% zu laden und das einfach mitzunehmen, um auch bei einem 1,8 Tonnen Plug-in-Hybrid einen hohen Anteil elektrisch zu fahren und damit Richtung 0 Liter, 2 Liter zu fahren. Das hat aber noch so einen kleinen anderen Grund. Du kannst im Notfall einen Plug-in-Hybrid in Japan, und da hat das ja nun seine Herkunft, auch nutzen, um dir über Tage, wenn nicht gar Wochen, Autarkie zu verschaffen. Weil nur, er ist ja bidirektional ladefähig. Das heißt, wenn ich ihn schnell laden kann, kann ich ihn auch schnell entladen. Und da ich ihn ja auch im Stand aufladen kann, also sprich aus Benzin Strom machen und aus Strom ins Haus eingeben, damit ist ein Plug-in-Hybrid ein BHKW. Und das hat so ein bisschen in Japan den Hintergrund, warum er CHAdeMO-fähig, also schnellladefähig ist nach unserem Protokoll. Damit hast du ein Stichwort schon gesetzt, bidirektionales Laden. Ja. Da seid ihr ja, muss man einfach so sagen, auch wieder früh mit dabei. Ist das nur die Lehre aus Fukushima, um da irgendwie neue Optionen zu haben im Katastrophenfall? Weil die Deutschen sagen alle, ja, okay, das Thema braucht noch ein bisschen Zeit. Also es hat den Ursprung, auch durch die Katastrophe in Fukushima, wie so vieles. Die Kehrtwende der Kehrtwende und auch eben die Bidirektionalität. Autarkie im Katastrophenfall ist die japanische Denkweise, aber die haben dort ja seit Jahren schon Kombinationen aus Altbatterien, Second-Life-Ansätze mit Photovoltaik, um Microgrids und Smart-Grids aufzubauen. Auch bei der Panasonic-Stadt spielt Mitsubishi eine klitzekleine Rolle. Das hat Japan auch im Fokus, wie man die erneuerbaren Energien optimiert einbinden kann. Für uns in Deutschland bei 30%, fast 30% erneuerbare Energien, denken wir weder über diesen Katastrophenfall im Moment nach, sondern vielmehr über den Fall nach, dass wir erneuerbare Energien optimiert einbinden können, indem wir elektrisch fahren. Und wenn wir nicht fahren, was wir sehr oft tun, dass wir stehen, in dieser Zeit könnten wir dem Netz etwas Gutes tun, Stabilität reinbringen oder Eigenverbrauch optimieren. Also dieses Thema süddeutsche Solaranwender, der Landwirt, der Hofbesitzer, also hier ist ja Photovoltaik so verbreitet in Bayern, Baden-Württemberg. Sind das eure Kunden? Auch gerade mit dann natürlich einem Allrad-SUV-Plug-in mit 50 Kilometer mehr fährt der Landwirt vielleicht gar nicht am Tag. Und er steht viel mit seinem Auto, sprich Speicher in dieser Welt, an seiner Erzeugungsanlage, sprich Photovoltaik, passt perfekt. Aber es ist nicht nur der Landwirt, ich sehe auch Architekten, ich sehe Firmen mit Poolfahrzeugen, die während der Arbeitszeit an dem Firmenstandort stehen und dann mit mehreren Fahrzeugen als Schwarm, als kleines Kraftwerk quasi Lastspitzen kappen, weil da ist der richtig große finanzielle Hebel.
Jetzt haben wir ja gesehen im vergangenen Jahr insbesondere, dass der Outlander in Holland sehr gut gelaufen ist. War das nur ein Thema von Förderung oder fahren die da massenhaft Tomaten durch die Gegend? Was ist da der Hintergrund? Förderung ist überall in allen Ländern der klare und deutliche Treiber. Die Förderung in den Niederlanden, speziell für Plug-in-Hybride, läuft aber zum Ende dieses Jahres aus. Und jetzt wird man sehen, wie danach dann wieder auch die Realität ab 16 in den Niederlanden funktioniert. Wir werden sicherlich hohe Zulassungszahlen noch in 15 erleben, um dann in 16 dort bei den Kollegen auszuliefern. Jetzt das nächste Beispiel. England hat vor einer Woche den 10.000. Outlander dieses Jahr verkauft, also die Kollegen dort. Niederlande, Norwegen, England sind im Moment die Märkte und überall dort, wo ich einen Kaufanreiz habe, eine Förderung habe, einen besonders hohen Anlass und Grund, das Fahrzeug zu kaufen, weil es dann günstiger ist als der Diesel, gibt es kein Argument mehr für den Diesel. Da sagen die Deutschen ja zumindest in der Politik, okay, diese Mitnahmeeffekte wollen wir eigentlich nicht, die Technologie muss sich durchsetzen. Was antwortet da der Mitsubishi-Mann? Der Mitsubishi-Mann antwortet, dass die Technologie eigentlich schon längst da ist, dass der Kunde aber nur noch im Prinzip diesen Preisvorteil oder diese Preisdifferenz sichtbar haben möchte. Und dann ist er auch nicht gegen die Elektromobilität. Also ich glaube, in all diesen Ländern sieht man jetzt, der Markt ist angekurbelt, das Interesse ist geweckt, die Sichtbarkeit ist da. Weil wenn ich mich nur in Forschungsprojekten aufhalte, jenseits der Wahrnehmungsgrenze und sicherlich zielführende Projekte aufgebaut habe, die alle für sich gut waren, aber ich die Sichtbarkeit nicht erzeugt habe, weil ich die Flotte nicht auf der Straße habe, dann kommt das nicht in die Breite und der Endkunde sieht es nicht. Und deswegen hoffe ich sehr für diese Länder, dass die jetzt nach Auslaufen der Förderung einfach angesteckt sind von diesem Thema. Und jetzt kommt die Realität. Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist.